Die Los Angeles Clippers sind zurück in der Serie. Paul George und Kawhi Leonard gewinnen Game 3 in Dallas und zeigen somit, dass man immer noch mit ihnen rechnen muss. Hätten sie das Spiel verloren, wäre das Ding durch, dann hätte ich mich festgelegt, sowas wurde noch nie aufgeholt, aber jetzt geht die Serie erst richtig los, glaube ich. Die Clippers haben ein paar Changes gemacht, die einigermaßen funktioniert haben, die Superstars haben performt und Porzingis ist neuerdings der beste Freund von Paul George und will ihm einfach den Spitznamen abnehmen. Darf ich vorstellen, Kristaps Porzingis, der wahre Playoff P. Aber schauen wir uns doch erstmal zu Beginn an, wie das Spiel verlaufen ist. Zu Beginn des ersten Viertels sah es so aus wie auch die letzten Spiele, die Clippers haben direkt geswitcht und Doncic hatte wieder das Duell gegen Zubac, was er haben wollte. Dieser konnte mal wieder gar nichts machen und wurde in den ersten drei Angriffen hintereinander von Luka auseinandergenommen. Dann hat Ty Lue reagiert, nahm Zubac raus und man hat Small gespielt. Zu dem Zeitpunkt hat Doncic aber bereits die ersten 8 Punkte zu einem 8:0 Vorsprung gemacht. Hier kann man ihm aber auch keinen großen Vorwurf machen, also Zubac, wenn der Coach ihm einfach sagt, er soll Doncic verteidigen. Generell ist Dallas überragend in das Spiel gestartet. Man hat schon mit 19 Punkten im ersten Viertel geführt und alles sah danach aus, als wenn die Mavs zu Hause schon mal die Vorentscheidung machen wollen. Dann hat sich das Blatt aber ein bisschen gewendet. Doncic kam früh auf die Bank und in dieser Zeit haben die Clippers ein 14:0-Run gestartet und man war wieder auf 5 Punkte dran. Letztendlich haben die Mavericks das Spiel noch mit 3 Punkten Führung in die Pause gebracht. Aber auch danach war es ein enges Spiel, dann aber mit Führung der Clippers. Auch im vierten Viertel war man noch auf 3 Punkte dran und dann haben die Clippers nochmal den Run gestartet und sind davongezogen. Und der Hauptgrund für den Sieg der Clippers waren Paul George und Kawhi Leonard. Die haben beide ein überragendes Spiel abgeliefert. Kawhi hat seine ersten 8 Würfe allesamt getroffen und beendete das Spiel mit 36 Punkten bei 13 aus 17 aus dem Feld. Und Paul George beendete sein Game mit 29 Punkten bei 11 aus 18 aus dem Feld. Die Mavericks waren einfach nicht dazu in der Lage, die beiden zu stoppen. Und so hat das Duo mehr als die Hälfte der Field Goals und Punkte für die Franchise aus LA gemacht. Auch die Rollenspieler haben auf Seiten der Clippers zum Großteil abgeliefert. Was die Clippers am System geändert haben, besprechen wir aber auch gleich noch. Marcus Morris hat 15 Punkte gemacht, davon 9 im letzten Viertel mit 3 ganz wichtigen Eckendreiern, die das Momentum immer wieder auf Seite der Clippers gerückt hat und dort hat er eine extrem wichtige Rolle gespielt, finde ich. Auch Reggie Jackson machte 16 Zähler und Rondo, der übrigens mit einem Plus-Minus von plus 22 in 26 Minuten den höchsten Wert im ganzen Spiel hatte, lieferten ab. Rondo machte zwar nur 6 Punkte, aber bereitete 8 Körbe direkt vor und hat die Ballhandling-Aufgaben übernommen und den Ball verteilt, wenn sich die Defense mal wieder komplett auf Kawhi konzentriert hat. Auf Seiten der Mavs hat natürlich Luka Doncic mal wieder überzeugt und den konnte man auch dieses Spiel nicht aufhalten, dafür hat man immer noch keine wirkliche Lösung gefunden. 44 Punkte, 9 Rebounds und 9 Assists bei 53,8% von Downtown, aus dem Feld und von der Freiwurflinie. Er hat überall die gleiche Percentage geworfen, auch bei Dreiern und bei Freiwürfen. Generell, vielleicht wird Häke Luka ja wirklich ein Ding. Das glaube ich aber nicht. Er hat wieder abgerissen, in den 39 Minuten mit ihm auf dem Feld waren die Mavericks bei plus 3 und in den 9 Minuten ohne ihn bei minus 13. Ohne ihn sieht das einfach nicht gut offensiv auf dem Feld aus. Die Rollenspieler haben auch nicht so performt wie die letzten Games. Alle, außer Porzingis, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, haben zwar ihre Dreier getroffen, aber außerhalb davon, beziehungsweise eher innerhalb, ging gar nichts. Tim Hardaway Jr. nur mit 12 Punkten. Vorher in der Serie hat er 25 Punkte geaveraged. Diese Punkte haben am Ende einfach gefehlt und Doncic hatte nicht genug Hilfe. Die größte Enttäuschung war da Kristaps Porzingis. In 34 Minuten hat der Co-Star nur 9 Punkte, 3 Rebounds und 4 Assists bei 30% aus dem Feld und 25% von Downtown gemacht. Nochmal, der vermeintliche Co-Star der Mavs sah auf beiden Seiten des Feldes absolut überfordert aus und stellte keine Hilfe dar. Er hat 6 seiner Punkte in den ersten 5 Minuten gemacht und im ganzen restlichen Game nur noch 3 Stück. Das geht so einfach nicht. Das geht doch nicht! Die Clippers haben ihr System in diesem Spiel geändert. Ibaka hat aufgrund von Rückenproblemen gar nicht gespielt und Zubac kam auch nur auf 11 Minuten. Ty Lue hat reagiert und hat sein Team fast dauerhaft Small spielen lassen, was funktioniert hat. Einigermaßen jedenfalls. Vor allem gegen Porzingis. Im ersten Moment könnte man ja meinen, dass die Rim Protection und die Inside Defense dadurch gefehlt hat, aber wenn man sich mal die Statistiken anschaut, sieht man, dass das ganz weit gefehlt ist. Die Mavs haben kaum am Korb abgeschlossen und waren komplett abhängig von ihren Jumpern.
sie haben nur 16% ihrer Würfe am Rim genommen, was ein unfassbar niedriger Wert ist, und haben hier auch nur knapp 60% getroffen. Generell lief es bei Two-Pointern nicht wirklich. 11 aus 35 aus der Midrange und vor allem aus der kurzen nur 7 von 26. Die Clippers haben es irgendwie geschafft, immer eine Hand dazwischen zu haben. Ja, also innerhalb ging nichts für die Mavs. Von außen war man trotzdem immer noch heiß und es sieht so aus, als wenn man das über die Serie aufrechterhalten kann. Man traf wieder 20 von 39 Dreiern, also wieder über 50%. Und das sieht man auch ganz gut bei Tim Hardaway Jr., der wieder 4 von 6 von Downtown traf, aber nur 0 von 8 bei Two-Point-Attempts. Auch Kristaps Porzingis konnte seinen größten Vorteil einfach nicht ausnutzen, was schade war. Er hat immer wieder ohne Erfolg gegen deutlich kleinere Spieler aufgepostet und dann schwere Würfe genommen und ist nicht zum Korb gegangen. Auch defensiv war er unbrauchbar und hat immer ein Mismatch gegen sich stehen, was ihn vor Probleme gestellt hat, und das haben die Clippers auch gnadenlos ausgenutzt. Die Clippers konnten in der Zone scoren, wie sie wollten. 17 von 20, also 85% am Rim gegen die 58,3% der Mavericks, 56 zu 31,4% aus der Midrange. Und diese Unterschiede schwanken zwischen absoluter Elite in der NBA und deutlich unterdurchschnittlich. Nur der Dreier war nicht ganz auf dem Level der Mavs, aber mit 43,3% Trefferquote immer noch auf einem starken Niveau. Allein die Punkte in der Zone von 46 zu 24 sprechen wohl schon eine ganz deutliche Sprache, glaube ich. Und so haben sich die Clippers zurück in die Serie gekämpft. Und das, obwohl Doncic performt hat und die Mavericks weiter heiß von draußen sind. Das kann den Clippers einerseits Hoffnung geben, andererseits auch den Mavericks. Die Clippers brauchten Kawhi und PG in Topform, um das Spiel zu gewinnen, und das, obwohl Porzingis absolut nicht abgeliefert hat und auch Tim Hardaway Jr. nichts getroffen hat. Außerdem hat man immer noch keinen Weg gefunden, Doncic kalt zu stellen. Es lief vielleicht ein bisschen besser als die letzten Games, aber sie haben immer noch keinen Weg gefunden. Andererseits brauchen die Mavericks Doncic auf dem Feld, um offensiv gut zu sein. Laut Cleaning the Glass hatte er, by the way, eine Usage von über 50% in diesem Game. Also, was erwarte ich jetzt im nächsten Spiel? Für mich ist das Spiel, was jetzt kommt, Spiel 4, das wichtigste Spiel, glaube ich, der Serie. Aktuell sehe ich die Serie sehr ausgeglichen, aber wenn die Clippers es schaffen, auch das zweite Spiel in Dallas zu gewinnen, sehe ich sie hier vorne, wenn ich ehrlich bin. Das Momentum ist komplett auf ihrer Seite dann, und ich habe einfach das Bauchgefühl, dass die Mavs sich davon nicht mehr erholen werden. Andererseits ist für die Mavs hier auch wieder alles drin. Man spielt wieder zu Hause. Ich weiß nicht, ob PG nächstes Spiel wieder so gut spielen wird wie dieses Spiel. Playoff P ist ja vielleicht immer noch ein Ding. Porzingis sollte nächstes Spiel im Normalfall besser sein. Ich glaube nicht, dass er zweimal hintereinander unter 10 Punkte scored. Jedenfalls wäre das zu hoffen für Mavs-Fans. Und auch die Zweier sollten wieder deutlich besser fallen. Ich glaube, dass Tim Hardaway Jr. wieder besser abliefert. Also das nächste Spiel ist wieder komplett offen, glaube ich. Jetzt am Ende nochmal kurz, sorry, dass gerade in den Playoffs nur 2 Videos die Woche kommen. Ich wünschte auch, ich könnte mehr machen, aber ich stecke mitten in der Klausurvorbereitung. Meine Klausurenphase geht jetzt bis zum 1.7., ist glaube ich die letzte. Und spätestens zu den Finals bin ich also wieder deutlich aktiver. Jetzt aber an euch, wen seht ihr in der Serie letztendlich vorne und in wie vielen Spielen? Und was habt ihr von Game 3 gehalten? Ich sage mal Game 3, das klingt voll komisch. Was habt ihr von Spiel 3 gehalten? Schreibt es mal in die Kommentare und dann hören wir uns das nächste Mal. Haut rein.